Marc, ich sag dir, so ein Boot hast du noch nie gesehen. Schon ein krasses Teil hier. Was ist das für eine Tür? Gehen wir bis zum Bauchnabel oder so? Das ist ja, hier, das ist super. Mit Massage. Genau. Wo kriegst du mal so ein Klo her? Verrücktes Schiff, aber ein schönes Schiff. Das hat einen unglaublichen Charme. Sehr, sehr beeindruckend. Das ist doch richtig schön oldschool hier, ne? Richtig. Ein Brocken, ey. Ich will es haben. Du willst es haben? Ich will es haben. Du willst es haben. 57 Fuß Schiff, alles manuelle Winschen. Dies ist ein Schiff wirklich zum Segeln aus einer Dekade, wo es ums Segeln ging. Wenn du fett bist, dann hängt dein Arsch hier irgendwo in diesem Bereich. Ja, dann kann ich die Feuerwehr. Ja, mach mal. Alu-Katamarane, ne? Die sind ja sehr selten, also richtig selten. Und heute haben wir sogar einen richtig großen für euch. Eine neue Folge Zeig uns dein Boot mit einem Crowther 57 hier in Schlicktown, ja, in Wilhelmshaven. Wir sind mit dem Makler Klaus ganz gut, deswegen haben wir einen extra Termin bekommen, um das Boot mal zu besichtigen. Zuerst steht er noch an Land, abgeplant, ist recht dunkel im Inneren, weil, naja, war eben Februar. Im zweiten Teil des Videos bin ich mit Marc nochmal wiedergekommen für eine kurze Ausfahrt im Sommer und für Aufnahmen, die dem Boot deutlich besser gerecht werden. Ein echt bemerkenswertes Teil, also dranbleiben lohnt sich, ja, wie immer. So, und ihr seid Blogger, ich weiß zwar nicht, was das ist, aber... So. Was, welches Baujahr ist das? Baujahr ist 1989 und ins Wasser gekommen ist er 1992. Okay. Zweieinhalb Jahre haben wir gebraucht zum Ausrüsten. Ein Brocken, hey. Wahnsinn, gewaltig. Ne? Ein Brocken, hey. Das ist echt, da kannst du durchfahren hier, das ist überhaupt kein... Ja, das ist ein ungespachtelter Aluminiumrumpf. Könnte man eigentlich... Aber jetzt viermal gestrichen schon. Den könnte man eigentlich aluminiumfarben lassen, ne? Ja, habe ich damals nicht gewusst. Ich war so durstig, ich wollte so ein schönes Schiff haben. Und ja. Muss ein bisschen Farbe drauf, dann. Ja. Okay. Und Menschen so sind. Ja. Und dann immer ins Mittelmeer gefahren damit und dann wieder zurück? Nee, auch nach Schweden und... Nach Schweden auch? Okay. Ostsee und wir haben erreicht Holland, England, überall, Frankreich. Frankreich ist ja so ein Traumland von mir, die Atlantikküste da oben. Einen Hafenplatz zu finden damit? So in der Ostsee ist schwierig, oder? Nee, da kommt der Hafenmeister, steht am Rand und reibt sich die Finger, wenn die kommen. Okay. Okay. Das ist auch wieder ein gutes Argument. Ja, ich habe noch einmal in Nyköping in Holland, in Dänemark, ja. Habe ich keinen Platz gekriegt, da war ein Hafenfest. Ja. Da stand schon 30 Schiffe draußen vor Anker und da habe ich keinen Platz gekriegt. Da bin ich auch rausgefahren und habe den nächsten Hafen genommen. Aber sonst haben wir immer einen Platz gekriegt. Mhm. Ja. Diese Badeleiter, das ist einfach so viel gute Ideen. Hendrik. Open Water ist kein Problem hier. Ne? Nee, ist kein Problem. Genau. Bestätigen durch Drücken der Taste 1. Alarm ausgelöst durch. Ach, aha, hier. Okay. Hier habe ich vergessen auszuschalten. Das ist ein Flugzeugsitz. Das ist auch sensationell. Aus welchem Flugzeug ist der? Weiß ich nicht. KLM, glaube ich. Airbus war unser Kunde und die hat ein großes Lager da. Ich sag, Mensch, kann man da welche von kriegen? Ja, sagte, klar. Gehen Sie her. Hab ich zwei Stück gekriegt. Also so weich, wie die sich sitzen, würde ich sagen, Pan Am 60er Jahre. Richtig gemütliches Schiff. Ja. Jetzt Autopilot an und Cola rum hier oben. Muss aufpassen, dass ich hier kein Nickerchen aus Versehen mache. Das ist komfortabel. Es ist wirklich schade, dass ich schon 85 bin. Das ist, ich komme zwar noch in Masso, ich habe davor versprochen, wenn ich mit in Masso komme, der verkaufe ich den. 85? Dafür sind sie aber noch sehr rüstig. Ja. Das brauche ich auch für. Wie denn? Jeden Morgen mache ich mindestens eine Stunde Frühschwur. Ja? Ja. Knallhart. Jeden Tag. Das ist gut. Ja. Und ich rauche nicht. Ja, das ist auch ein Vorteil. Oh, gut. Da bist du auch, ne? Kannst du auch von Afrika mit Wagen. Ja. Kommt keiner rein. Das ist ja richtig gemütlich hier drin. Ja. Ja, schiffig, ist keine Yacht. Ich sage immer, ich habe ein Schiff. Ja. Ich hab keine Yacht. Ja. Das Schiff muss sicher sein, muss schnell sein. 12 Knoten für einen Segler ist doch schon ganz schön. Ja. Und unter Segel noch schneller.
für mich, ich bin Motorbootfahrer, ich hatte einen Rettungskreuzer gehabt. Und wenn ich jetzt unter 6 Knoten komme, dann ist da so ein Wurm drin. Der sagt dann stelle ich mal die Motorreihe auf Leerlauf, lass ihn mitlaufen, wenn ich mal über 6 Knoten komme. Deswegen vertreibst du nur Katamarane. Eben. Ja? Ich kann nicht so langsam. Ich finde diesen Stil sehr schön. Ja. Ich finde es aus Yachten oder aus Segelbooten, aus Monos, finde ich den Stil sehr cool. Ja, also der gefällt mir viel besser als die modernen Katamarane. Ja, aber in einem Katamaran-Rumpf hat man sowas halt immer sehr selten. Ne? Genau. Sehr, sehr beeindruckend. Das ist ja richtig schön oldschool hier, ne? Richtig. Hier muss man ein bisschen sportlich sein, ne? Ja. Ui. Okay. Ja, das ist wahr. Oh. Auch die Toilette ist groß. Ich meine, hier hast du ja Platz drin, ne? Das ist ja gar kein Thema. Ja, aber hier kein Thema. Und eine separate Dusche. Und chinesische Toilette mit Spülung. Eine chinesische Toilette? Ja, klopapierfrei. Kann man sich so oder die Rosette. Ah, sehr gut, sehr gut. Ja. Das ist ja hier ist ja super. Mit Massage, genau. Mit Massage. Ja, und Po-Trocknung. Wo kriegt man so ein Klo her? Ich wollte schon immer mal mich massieren lassen, während ich auf Klo sitze. Ein Riesenbett, ne? Und urgemütlich, aber man muss schon ein bisschen auch klettern können. Ja, ja, das ist sehr schön hier. Also das Schöne an dem Schiff ist, es ist alles extrem solide. Ne? Es ist wirklich super verarbeitet und es ist eine Qualität, die gibt es heute nicht mehr. Nichts für Urlaub, ne? Nur für große Fahrt. Das Schiff für die Ozeane. Ja, genau. Wobei, ich kann mir schon vorstellen, dass du hier mit so einem Schiff auch gut einen Liegeplatz bekommst, wenn du damit klar einläufst. Und man hat halt keinen Tiefgang, das ist der große hast Vorteil. Keinen Tiefgang. Und du liegst dann halt immer bei den großen Booten. Mhm. Ja, im Schiffereihafen, genau. Ja, genau. Ja. Im Schiffereihafen. Schifferei habe ich gesagt. Schiffereihafen. Schiffereihafen. So, das ist unsere schönste Luke. Wenn es hier draußen nämlich richtig warm ist, dann brauchen wir nur Luke aufmachen, kriege ich immer vom Wasser her die schöne kalte Luft hier rein. Das ist immer schön, da braucht keine Klimaanlage. Okay. Die gebraucht. Und das noch verschöneren ist, wir sind im Hafen und alle Fische wissen, dass im Hafen nicht geangelt werden darf. Da sind die großen Fische drin und ich darf da nicht angeln. Aber wenn er hier durchangelt, dann sieht der Hafenmeister da nicht. War einzig mal eingebaut, falls er das Schiff mal kentert, aber der Sachverständige Wilhelmshaven, der hat gesagt, das Schiff kann nicht kentern. Da bricht vorher der Mast an. Oh ja, oha! Ja, Sensation, wie auf dem U-Boot. Wie auf dem U-Boot, habe ich gesagt. Und natürlich ein extrem schlanker Rumpf. Ne? Also man sieht hier die Rahmenspanten, das ist ja wirklich beeindruckend, was das für Linien sind bei Lock Crowser. Kollisionsshot vorne. Da erwartet man eigentlich was anderes. Ja, 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 man könnte das viermal so breit machen. Ja. Aber haben sie nicht getan. Muss irgendeinen Grund haben. Das ist ein Doppelstockbett, ja? Können zwei Mann drin schlafen? Ja. Ja. Oh, hier sieht man den ausgeschäumt. Ja. Kein Bauschaum, da geht's schon mal los. Ja, also, es handelt sich tatsächlich um Isolation. Das ist eigentlich ein ganz gängiges Verfahren bis heute, dass man eben komplett ausschäumt, ne, die Außenhaut. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Normalerweise verschalt man das dann wieder. Ne? Aber das ist ja hier nicht geschehen. Ja, also innen drin ist es ja egal, ne? Aber es ist ja diffusionsdichter Schaum. Und das Schiff wird nochmal unsinkbar. Ja. Ja, heutzutage sind ja die Küchen immer oben. Ne? Also Privileg hat viele noch unten. Ne? Da gibt es das tatsächlich noch. Und die bauen sie auch noch so. Ne? Es gibt auch noch tatsächlich Liebhaber der Küche unten. Aber State of the Art ist jetzt oben. Ne? Also für die Größe des Schiffes hast du relativ wenig Schlafplätze. Ne? Ist ein echtes Eignerschiff. Ja. Also quasi Paar, das ab und zu Besuch bekommt. Und dann kann man möglicherweise auch noch Einzelgäste mitnehmen. Ja. Also mehr als 6 Leute sind übertrieben hier an Bord. Ja, dafür ist er dann auch zu klein. Ja. hat ja nur 57 Fuß. Genau. Ja, ist eben ein kleineres Schiff. Im Vergleich zu den heutigen Konstruktionen ist es schlicht so, wir hatten Gäste hier an Bord, die dann sagten, ja, das ist ein schönes Schiff, wäre auch eigentlich für unseren Zweck gut, jetzt gerade so über den Atlantik, aber wir haben jetzt eine Lagoon 40 gechartert letztes Jahr in Kroatien, da ist ja deutlich mehr Raum, ne? Deutlich mehr Raum. Was natürlich stimmt. Also der Punkt ist schlicht, dies ist ein Schiff wirklich zum Segeln aus einer Dekade, wo es ums Segeln ging. Und natürlich ein Top-Bau. Also diese Alu-Qualität ist langlebig. Also wirklich 100 Jahre sollte es auf jeden Fall halten. 100 Jahre? Oh, ich glaube, hält noch länger, wenn man es ordentlich pflegt. Ja, aber das muss dann ja ein anderer pflegen. Das muss dann ein anderer pflegen. Also nach 100 Jahren. Ja, das ist so ein Schiff, das gibst du doch an deiner Familie in einer Generation weiter, oder? Das stimmt, das könnten wir tun, ja.
denn so? Was sagst du denn zum Innenausbau? Den Innenausbau, den finde ich fantastisch. Der gefällt mir richtig gut. Du hast hier das Klassische mit dem Katamaran vereint, was du ja sonst nicht hast. Die Katamarane sind ja eher modern und viel Plastik und viel modernes Ikea oder fast nur noch ausschließlich. Und hier hast du eben so klassischen Bootsbau, Yachtausbau auf einem Katamaran. Das finde ich schon, das gefällt mir sehr gut. Und dafür würdest du dann auch tatsächlich in Kauf nehmen, dass du, wenn du in die Gästekabine möchtest, dich auf 1,50 Meter klein machen musst? Ja, wenn du da runter musst auf Toilette, dann mache ich mich auch klein. Also die meisten Leute würde es wahrscheinlich stören. Mich stört es überhaupt nicht. Also wer ein Segelschiff haben will, ja, also was segelt, ich glaube, den stört es nicht. Du hast locker noch einen Meter. Ja, immer noch einen Meter Platz, ne? Also du hast hier eine Liegewiese. Also die Kabinen, die sind schon echt super. Man muss auch sagen, der Eigner ist 85 und der springt hier rum wie ein junges Reh. Ne? Jeden Morgen eine Stunde Sport, meint er, es hält ihn echt jung. Der kommt hier klar mit dem Boot. Mit einem 57-Fuß-Katamaran segelt der alleine. Ne? Tja, das sind wertvolle Lebenstipps. Ja. Eines 85-Jährigen. Und ganz wichtig, nicht rauchen. Ja, da, genau. Sind wir auf einem guten Weg, oder? Okay, wir erweitern unser Geschäftsmodell, wir machen jetzt auch Lebensberatung. Genau. Der Sitz ist aus ganz alten Zeiten. Hier ist noch ein Ascher im Stuhl drin, in der Lehne. Damals haben sie in den Flugzeugen noch geraucht. Da war das Rauchen noch erlaubt. Ja. Das waren schlimme Zeiten. Pass mal auf. Weißt du, was noch ein Gimmick ist hier? Hat er mir gerade erzählt. Jetzt bin ich gespannt. Ich muss ein anderes Wort nehmen als der Herr Seuss. Pass auf. Die Reling ist komplett nach unten isoliert. Das heißt, man kann hier 15.000 Volt draufbringen. Wenn jemand kommt und nicht hier drauf soll aufs Boot, dann wird da Spannung drauf gegeben. Das sogenannte Weidezaunprinzip, das kennen wir ja von den Yachten. Wir sehen leider auf dem Boot nicht viel, weil das abgeplant ist. Aber irgendwann im Mai soll er wieder ins Wasser kommen. Ne? Da gucken wir mal. Vielleicht. Die Wanten, die sind sehr nah am Mast verstärkt. Und du hast halt keinen Backstag oder Wante, die weit außen auf den Rumpf geht. Und dadurch kriegt man das Großsegel schön weit nach vorne, wenn man vorwärts fährt. Das ist also wie auf einem normalen Mono verstärkt sozusagen. Ja, und du kriegst die Genua schön nah ran. Und du kriegst die Genua schön nah ran, ja, definitiv. Du kannst hart an den Wind gehen damit. So, komm, setz dich mal mit hier. Gerne. Lass uns mal kurz drüber reden, für wen dieses Boot hier eigentlich ist. Erzähl mal, was denkst du? Für mich zum Beispiel. Ja? Also ja, also ich finde es faszinierend, weil ich natürlich die Linien liebe. Ich finde, das Design ist sensationell gut, ist völlig aus der Zeit gefallen. Also ich mag aber gerne alte Designs, weil die Linien einfach stimmen. Wenn du das Schiff von der Seite anschaust, ist es tatsächlich schön. Das ist ja heute ein großes Problem beim Multihulls generell. Die sehen ja mehr aus wie so schwimmende Backsteine, möglichst noch mit einem oben drauf. Und dann kann man noch so einen senkrecht stellen für eine Flybridge, damit der Baum noch höher kommt. Mhm. Und dies ist das exakte Gegenbeispiel. Also dies ist einfach ein wunderschönes Schiff. Das ist vereinbart natürlich gewisse Dinge dann überhaupt nicht. Also es hat wenig Raum. Also wenn wir sagen, wir haben 17 Meter Katamaran, 8 Meter breit, dann muss das eigentlich ein Ballsaal sein. Ist aber nicht. Ja. Also es ist klein. Ich denke, es ist ideal für ein Paar auf Weltumsegelung. Wir verkaufen ja immer wieder Schiffe, große 60 Füße, auf denen dann ein Paar in meinem Alter sagt, wir segeln jetzt um die Welt. Die werden meiner Einschätzung nach besser mit solch einem Schiff bedient. Weil das ist besser zu handeln, das ist sicherer, das segelt besser. Und es ist von Maintenance her, also ich muss ab und zu mal anstreichen, aber ansonsten ist das tatsächlich unglaublich robust und langlebig. Ja. Das finde ich sensationell bei dem Schiff. Und es ist einhandfähig. Also das ist... Guck, der Tisch hier, der wiegt nichts, der ist ganz leicht. Ja. Der war noch nie festgebunden hier. Der ist bei Sturm nicht. Ja, auf alle Fälle. Also ich würde auch sagen, ne, das ist halt ein, trotzdem ist es sehr, sehr großes, oder gerade weil es sehr groß ist, ein sehr sicheres Schiff. Ja. Du kannst halt easy handeln, wie es aussieht, also ne, von, würde ich so einschätzen. Und die modernen großjährigen Katamarane sind ja eher ein Sicherheitsrisiko auf dem Ozean mittlerweile geworden, ne, weil die alle so tierisch hoch sind und schlecht segeln. Schwer sind. Extrem schwer, behäbig. Ja. Schlecht segeln, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also, das ist hier anders. Dieses Schiff segelt wirklich richtig leicht. Und das ist ein großer Vorteil natürlich. Ich finde das sehr geil. Ja? Ich will es haben. Du willst es haben? Ich will es haben. Du willst es haben? Ja. Jetzt haben wir doch gerade geklärt, für wen das ist.
Warum willst du es haben? Weil ich gerne segle. Oh, okay. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir hier rankommen, oder? Schaffst du das? Also ich kann das halten, keine Sorge. Ja? Nicht, dass sie das auf den Kopf fällt. Das kriege ich hin. Das ist ein richtiger Maschinenraum. Ja. Und die Klappe kann man hochmachen, dann kann man ganz an die Maschine ran. Ja. Das machst du super, Klaus. Danke. Aber bitte nicht fallen lassen. Ne? Sonst nee, ich gebe alles. Ich guck die mal an hier. Ja. 50 mm Durchmesser. Ja. Nichts mit Zähldreif. Richtig, Welle. Das ist noch was Reelles. Ja. Wir haben immer wieder Kunden, die gerne eine Wellenanlage haben. Das machen die Werften nicht mehr. Ne? Also selbst wenn es räumlich passen würde, alle auf Sail Drive. Ja, ist ja eigentlich naja, wer sollen das auch, wie sollen sie das auch machen? Also in ihrem Produktionsablauf rein. Ja, ne? Klar, das, individuell ist das nicht möglich. Aber ja. Eben, wenn ja. Man Einzelbauten hat, geht natürlich alles. Ne? Ja. So, die Winschen hier drauf, die sind alle manuell, ne? 57 Fußschiff, alles manuelle Winschen. Ja, und das nichts beeindruckend ist, oder hydraulisch. 66er. Ich meine, das sind Durchmesser. Ja. Da kann man echt du zu sagen. Ne? Ja. Das ist halt richtig beeindruckend. Das ist gut. 66er Winschen. Wer hat das schon? Ich meine, zur Not kann man sich ja immer noch eine elektrifizieren, wenn es dann sein muss. Aber das Einzige, was ich hier wirklich machen würde, ich würde mir hier eine Bimini drüber machen. Ja. Weiß, ne? Für den Süden eine Bimini. Das ja. Ist, glaube ich, ja. So. Was muss gemacht werden an dem Boot? Also man muss es ein bisschen hübsch machen außen. Man kann es abstrahlen und dann lässt man es naturfarben. Die Rümpfe, ne? Ja. Das würde ich auf alle Fälle machen, weil es macht so keinen Sinn. Hast nur Arbeit mit. Das ist richtig. Man könnte es tatsächlich original Alu machen. Und da muss man innen ein bisschen Lampen und so weiter, kann man ein bisschen modernisieren. Aber ansonsten würde ich den Stil so lassen. Neue Polster und sowas, klar. Mhm. Aber ne, ein bisschen nicht mehr so 80er-Jahre-Stil. Aber ansonsten ist es drin auch, muss ich sagen, wesentlich besser erhalten, als ich mir vorgestellt habe. Mhm. Doch, es macht einen sehr guten Eindruck, das finde ich auch. Ja. Ich feiere die Leiter. Sensationelle Idee, ne? Schon ein krasses Teil hier, ne? Gefällt mir. Ja, krass motiviert, ne? So, der zeigt uns ja alles und zeigt uns die Fotoalben. Und also der Eigner, der ist ja mit Leib und Seele dabei. Der liebt sein Boot. Der zeigt uns alles. Wir können Stunden darüber quatschen. Ja. Aber ich meine, wer nicht, ne? Ja. Welcher Eigner nicht? Aber genau deswegen haben wir ja dieses Format, ne? Zeig uns dein Boot. Da steht das Teil. Wir sind wieder bei diesem völlig krank dimensionierten Alu-Cut. Der liegt jetzt im Wasser und den werden wir heute testsegeln. Marc, ich sag dir, so ein Boot hast du noch nie gesehen. Das kann sein. Ich habe ja auch noch nicht so viele Boote gesehen wie du. Lauf! Ja, ich sehe schon, der Eigner und Klaus, die sind schon am Vorbereiten. Jetzt hat man auf alle Fälle einen viel besseren Blick auf das Boot als letztes Mal. Jetzt kommt das nochmal so richtig rüber, was das eigentlich für ein Boot ist. Bitte an Bord kommen Sie. Moin Jungs, es ist mir eine Freude. Long time no see. Guten Morgen. Ja, und den jungen Mann kenne ich auch aus Düsseldorf. Moin Moin. Moin. Grüß dich. Grüß dich. Schön wieder hier zu sein. Das freut mich. In Schlicktown. Du bist braun gebrannt, du. Ja. Wo kommt das denn wieder weg? Montenegro oder was? Ja, genau. Ja, ohne Plane sieht man erstmal die Ausmaße. Es gibt auch wieder reichlich Neubauten. Also es gibt jetzt, wie gesagt, eine komplette Fäkalienanlage. Das finde ich richtig geil. Hat viel gemacht, ja? Ja, voll im Thema. Ne? Das ist ja genau sein Ding. Und jetzt haben wir richtig komplett Kläranlage an Bord. Das heißt also, du kannst wirklich problemlos alles dichtkacken und ökologisch korrekt entsorgen. Ich meine, das ist die Zukunft. Mhm. Scheiß Fäkalientanks, wer will das? Ja, aber du brauchst halt auch einen 18 Meter Katamaran. Nee, pass auf, das ist echt klein, das Ding. Da ist das Klo, da ist der erste Zwischentank, Pumpe und da hinten ist anaerobes System, großer Tank und das alles. Also das ist echt überschaubar. Hier wird nicht lang gefackelt, wa? Voll bei der Sache schon. Ist das hier der private Anlegeplatz sozusagen? Ja, das ist alles seins hier. Ah, ja. Er hat das selbst rammen lassen, hier die Dalben. Ne? Echt, ja? Ja, ja. Okay. Und er hat anfänglich war es so, dass er das tatsächlich, da hatte er da noch zwei und dann hat er das im Winter einfach hochgehoben. Das war hier und hing über Wasser. Und der ist relativ findig, ist eben Ingenieur. Ne? Ja. Das ist anders als so ein normaler Yachty. Wenn, ja, was, wenn eine Aufgabe da ist, löst er die. Ja. Ich finde es sehr beeindruckend. So ein MacGyver eben. Ja. Aber mit richtig technischem Verstand.
Und? Was meinst du? Gekauft, oder? Jetzt hätte ich gern so einen Schnaps. Das ist ein Katamaran für mich. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin 85, ich kann das nicht mehr so gut. Vor allem, wenn ich die 200 Quadratmeter Segelfläche da oben noch hoch habe. Ja. Und jetzt, irgendwann muss man mal sehen, der Mann wirklich da und deswegen wird er verkauft. Verrücktes Schiff, aber ein schönes Schiff. Ich finde, das hat einen unglaublichen Charme. Geht los, du fährst mit an, ich filme. So machen wir das. Ich fasse ja sonst immer nie an. Ich bin ja sonst immer faul. Kann ich auch mal was tun für mein Geld, sag ich. Wo ist das? Das ist geil, oder? Wo soll ich denn die hinpacken? Ich bin etwas verwirrt, weil der Festmacher, also die Leine geht jetzt hier über die Winch auf die Klampe, soweit alles normal. Und dann 10, 15 Meter zum nächstgelegenen Laternenpfahl an der Hauptstraße. Ich würde sagen 30 Meter. Naja, wenn es hält, dann hält's, ne? Oh, drück mal ab, das Bötchen. Ja, ich drück mal ab, genau. Was ist los? Ein begrenztes Revier haben wir hier. Ach, ja, wir fahren mal andersrum, wir fahren mal dazu Schleuse jetzt. Aber wir können heute nicht raus, ne? Ne, Brücke ist geschlossen. Brücke ist geschlossen? Ja. Einfach so? Es gibt hier kulturelle Events, da werden dann die Brücken geschlossen. Okay. Nicht mal für dieses Boot? Nicht mal für dieses Boot. Ein Trümmer, ey. Das ist so ein Trümmer. Und das aus so einem Kanal hier? Ich wollte gerade sagen, also dieser Kanal wird... Wir werden das dann mit der Drohne gleich nochmal eben, ne? Wenn du, ich glaube, das sieht völlig abgefahren aus. Ja. Wenn du das Ding siehst und du hast das Gefühl, eigentlich füllt dieser Kahn diesen Kanal hier komplett aus. Ein schönes Schiff in einem kleinen Kanal. Und da der zu langsam ist, wie wir jetzt fahren, machen wir mal einen kleinen bisschen Speed drauf. Das Ding verdrängt ein bisschen Wasser, ne? Aufstoppen klingt das hier wie auf einer Autofähre. Ja, das ist echt so. War Business Class. So weit zurücklehnen konntest du dich in der Holzklasse nicht. Gut. Moment, ich liege noch nicht. So. Fehlen eigentlich nur noch ein paar Delfine jetzt, ne? Ja. So ein bisschen hier so. Hier im Kanal. Ja. Können wir mal welche aussetzen vielleicht? Welche aussetzen? Dass ja. Klaus das nicht organisiert hat. Mann. Das ist also schändlich. Schändlich. Kommen wir schon mal hierher, ne? Nach Schlicktown. Und dann gibt es keine Delfine. Dann gibt es keine Delfine. Mann. Kein Wind, keine Brückenöffnung. Was machen wir eigentlich? Ja, jetzt haben wir schon wieder so ein Bauwerk im Weg gesetzt, sonst könnte man jetzt mal eben nach Helgoland, aber das geht ja so gar nicht. Pack jetzt die Drohne aus, muss ich mir den Pullover ausziehen, sonst wird es sowieso wieder, das ist immer so aufregend. Aber, Domi, wir können sicher sein, wir haben hier an Deck ein bisschen mehr Platz, das ist richtig, um sie zu landen. Ja, das Landen ist einfacher hier. Den ganzen Lappen überhaupt drauf? Auf alle Fälle. Aber wir sind leider ein bisschen langsam. Es ist leider so gut wie kein Wind. Da hilft auch die 120 Quadratmeter Genua nicht. 120 Quadratmeter Genua. Das Ding ist riesig. Recht schweres Material. Was haben wir? Einen Knoten vielleicht. Zum Vergleich, unsere Seven Seas hat ungefähr 75 Quadratmeter komplett Vollzeug am Wind. Das hat eine 120 Quadratmeter Genua. Da lacht er hier drüber. Und gut gepflegt. Das ist das erste Segel. Und das ist faszinierend. Das hat tausende von Meilen gesegelt und ist aber immer auch schön ordentlich gestaut, im Winter im Trockenlager, immer durchgesehen. Und dann sieht ein Segel nach 30 Jahren immer noch so aus. Das ist schon beeindruckend.
Dumme, wir haben es auch eigentlich leicht mit unserem Job, ne? Findest du? Ja. Quatsch mich nicht voll, ich bin dabei hier. Das war doch jetzt Piwi-Kram. Das war gut? Ja. Na, hier hat man ja auch Platz dafür. Gar nicht. Na, diesmal nicht. Doch, ein bisschen, aber das so ist der Sonne geschuldet. Mit einem Knoten da ranfahren und ohne Wind, ohne Welle ist schon gut. Bei dem Platz. Machen wir heute wieder ein bisschen schön Wetterdümpeln, wa? Ein bisschen schön Wetterdümpeln, ja. Mit ein bisschen mehr Wind wäre es natürlich noch toller. Ja. Aber gutes Wetter. Wir sind auf einem Boot, auf dem Wasser. Wir sehen mal, was neu ist. Kanalfahrten haben wir auch nicht so häufig. Gar nicht, eigentlich. Ein ehemaliges kaputtes Kriegsschiff oder so, vielleicht. Ist aber schon Jahrzehnte da. Das sieht so aus. Ja. Also dieser Katamaran ist einfach alles anders als alles, was ich vorher gesehen habe. Mhm. Weil der in sämtlichen Belangen quasi nicht das tut, was er eigentlich als Katamaran tun sollte. So wie ich mir einen Katamaran vorstelle, wenn ich ihn, ne? Wenn ich mir sagt, ich habe einen Katamaran. Weil du hast hier relativ in der Tiefe relativ wenig Platz. Du hast hier dann deine Küchenzeile, die finde ich jetzt für einen 18 Meter Katamaran auch nicht so dermaßen ausladend ist, dass man sagt, wow. Die Kabine finde ich super, die finde ich echt geil hier, weil die bietet natürlich mega viel Platz. Ne? Hier hinten bist du Chef. Aber gehst du nach vorne? Ja, genau. Muss man sich erstmal ordentlich ducken. Was ist das für eine Tür? Stell dich mal davor. Die geht mir bis zum Bauchnabel oder so. Weiß ich nicht. Ist schon geräumig irgendwie, aber man stellt sich dann doch was anderes auf so einem 18 Meter Katamaran vor. Na, der große Selling Point, den der Eigner immer wieder anbringt, ist eben die Seegängigkeit. Ne? Also langes Boot, Länge läuft und Aluminium. Klaus, viele wollen absolut Katamaran und mit dem Boot könntest du eben auch in den Norden, was du mit anderen Katamaranen nicht kannst. Genau, und die Isolierung ist sensationell. Das heißt, es ist wirklich ein Expeditionsschiff. Ne? Also damit ist es wirklich gut geeignet für große Touren. Meinst du, der Käufer ist eher jemand, der damit in die unwirtlichen Regionen möchte? Naja, es ist ein extrem sicheres und gut performendes Schiff. Das heißt, wir sind komplett aus dem modernen Wohnsilo heraus, also das ist keine Platte, sondern es ist ein echter Segler. Ne? Mhm. Und das ist anders als das, was man heute auf dem Markt hat. Domi hat schon wieder die Drohne in der Hand. Ne? Ja, muss man ja mal festhalten, dieser dicke Pott in diesem engen Kanal hier. Ja, das sieht bestimmt geil aus, oder? Ja, auf alle Fälle. Ja. Wir sind auf alle Fälle total die Attraktion hier. Ja, also an den Straßen hier, die Fahrradfahrer halten an, machen Fotos. Wenn du in die Autos guckst, du verdrehen sich die Hälse so. Good old Schlicktown hat immer was zu bieten. Das ist jetzt auch eigener Rumpf, ne? Ja. So, das ist natürlich schon krass hier, dass du hier einfach Schränke hast. Schränke. Also unfassbar viel. Ja, also leben kannst du hier drauf. Das finde ich wirklich geil. Also das hier ist für mich eine richtig geile Kabine. Jetzt gehen wir wieder nach Hobbiton rein. Das ist natürlich auch hier so eine Ansage, ne? Ja. Dass du hier drin stehst und sagst, machst du hier einen kleinen Two-Step. So, das geht richtig ab. Schön! Ja, hier, da ist die Toilette. Die erste Tanzeinlage auf unserem Kanal. Da kannst du richtig abgehen hier. Und hier, das Herzstück. Geil! Findest du? Nein, finde ich nicht. Das Teil wischt dir den Arsch ab. Ich möchte das gerne selbst machen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Weiß ich nicht. Also das ist mir irgendwie suspekt. Also das Shot muss da sein. So. Aber es ist natürlich völlig blöde, weil wenn du fett bist, so, dann ist halt scheiße, weil dann kommst du da einfach nicht durch. Weil dann hängt dein Arsch hier irgendwo in diesem Bereich, hängt der quer und dann sitzt du fest. Ja, dann schön. Kann ich die Feuerwehr rennen. Ja, mach mal. Guck mal, wenn ich jetzt so mache, da ist Ende. Da ist Ende im Gelände, ja. Also 10 Kilo mehr und dann ist Feierabend. Aber deswegen sagte unser Eigner ja beim letzten Mal, immer jeden Tag schön eine Stunde Sport machen. Dann wirst du so alt und bleibst fit dabei. Ja. Ich glaube, das Ding ist auch, also haben wir auch gesagt, das ist ein Segelboot. Das geht halt alles zugunsten der Segelperformance. Also mit dem Schiff kannst du richtig Spaß haben. Das hast du schön gesagt. So, und jetzt quatschen wir mal mit Klaus über den Preis. Ja, das machen wir jetzt. Ja, ich muss einfach noch mal hier sitzen, weil das ist natürlich sensationell, dieser Steuerstand. Mit Blick ins Rig, mit Blick ringsrum. Und das bei solchen Schiffslinien, das ist schon beachtlich. Pass auf, Folgendes. Ja. Ich habe heute Geburtstag. Ja, Marc, das freut mich sehr. Und ich habe das geahnt. Ich habe schon gedacht,
ne? Ja. Wir verstehen uns ja gut und ja. so. Und ja, vielleicht nee. Du, ja. was? Achim eben. So, Achima, ne? Du bist Achima, ich bin Achima, wir kennen das. Was muss ich jetzt hier? Reicht mein Geburtstagsgeld dafür aus? Oder? Normal ja, normal ja. Also bei anderen würde ich sagen, nee. Und aber bei dir, Marc, da weiß ich nicht. Also das Schiff, wie gesagt, hat neu an die 2 Millionen ja. gekostet. Aber das ist ja 30 Jahre her. Ja. Deshalb verlangen wir heute 10% mit irgendwie im Augenzwinkern. Also 350.000 ist der Preis für dieses Schiff. Wenn du dir heute so ein Schiff kaufen würdest oder bauen lassen wollen würdest, ja. dann legst du natürlich eben 2,5 bis 3 hin. Ja. Ja. Ich finde das schön, klasse, dass du Geburtstag hast. Und ich denke, das kriegen wir hin. Wir ja, gehen sammeln wir das. Und dann holst du das. Ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben und spenden ja. für mich zum ja. Geburtstag. Ja, das war doch mal eine hübsche kleine Ausfahrt. Ja, so klein, aber fein. Also der Kanal. Mittwochmorgen, ne, so mal kurz mit einem 60-Fußer rausdüsen. Er ist ja genauso begeistert wie wir, ne, immer noch. Ich meine, der fährt die Kiste seit über 30 Jahren. Ne? Kannst du mir aber jetzt noch mal etwas verraten? Was denn? Die Diskrepanz ja. zwischen da ist der Ausstieg ah. und da ist die Treppe. Komm hierher. 85 Jahre alt und macht sowas? Das möchte ich auch können dann. Was ein Abenteuer. Vielen Dank für die Ausfahrt. Schönen Dank für eure Vielleicht sieht man sich nochmal. Ja. So mit Code Bootsprofis24 gibt es nochmal ein bisschen Rabatt, oder? Ach so, meinst du? Wir sind doch Influencer. Ich weiß, Marc, aber wir sammeln doch für dich. Eigentlich ist das schade, dass er nicht mehr segeln kann, ne? Weil er ist fit und im Prinzip ist er genau der richtige Mann für dieses Schiff. Und es gibt gar nicht so viele richtige Männer für dieses Schiff oder Frauen. Es können ja auch Frauen sein, aber so diese Florence Artaud, die dann mit so einem Schiff tatsächlich glücklich werden, die sind rar gesät. Da kannst du auch hinten Weber Gasgrill kannst du hinten draufstellen. Also du kannst doch nicht auf so ein Schiff ein Weber Gasgrill. Geh nach Hause, nach Achim. Okay, du kriegst es doch nicht. Na, verdammt. Weber Gasgrill, ich fass es nicht. Also Leute, es hat mir gut gefallen. Ja. Vielen Dank für den Einsatz. Vielen Dank für die Zeit. Ja, da nicht viel. Ich habe ja Spaß daran. Also, wir sehen uns dann auf dem Nil 52. Mit dem größten Vergnügen. Ja, das ist schön. Okay. Na dann, tschüssi. Lass es dir gut gehen an deinem Geburtstag. Du dir auch, ne? So, war ein spannender Tag, ne? Hm, total. Für wen das Boot interessant sein könnte? Ich krieg's ja nicht. Aber nach dem Gasgrill-Fauxpas. Ja, jetzt nicht mehr. 350.000 Euro soll es kosten, das gute Stück. Ist jetzt schon eine ganze Weile online, war ja erst teurer, wurde schon reduziert. Und preislich ist da noch ein bisschen was drin. Also wer es interessant findet, KZL Klaus Tietze ist der Name. Das ist die Anlaufstelle. Einweisung wahrscheinlich inbegriffen. Mit Sicherheit, weil der hat mindestens an dem Katamaran genauso viel Spaß wie der Eigner. Ja, so, wir machen damit Schluss. Wir machen jetzt noch ein bisschen hier Daten hin und her schieben. Ne? Ein bisschen Daten hin und her schieben und dann geht's nach Hus. Und für dich geht's weiter wieder zurück. Ich fahre wieder nach Süden. Wieder in der Sonne entgegen. Genau. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. War uns eine Freude. Macht's gut. Allen eine gute Zeit. Ciao, ciao.